Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Batman Arkham Knight. Ich bin der Baume, das da im Hintergrund ist der Scarecrow. Ich glaube, der hat gar keine so wichtige Rolle hier in dem Spiel. Da habe ich mir ein bisschen ein schlechtes Hintergrundbild für den Startbildschirm gesucht. Was ist denn da vorne los? Das Batmobil hat Restless Legs. Es wird mir von Folge zu Folge sympathischer. Der war jetzt hier zwischen den zwei Folgen, der war so gelangweilt. Dann geht's mal weiter. Das Komische ist, wenn ich Restless Legs habe, dann nicht, weil ich gelangweilt bin oder nervös, sondern entweder, weil ich mich gerade sehr konzentriere oder weil ich extrem entspannt bin. Bist du sicher? Vielleicht haben unsere Panzer seinen Panzer zerstört. Welchen Panzer? Dem Profil nach ist es ein Auto. Warum erwähnen die dann Panzer? Keine Ahnung. Panzer? Auto. Panzer? Auto. Panzer? Ich glaube, das Batmobil ist ein heimlicher Transformer. Haben wir da was verpasst? Ich finde das geil, wie die sich streiten. Wir sind die beste Armee, die es je gab, während er nur ein einzelner Mann ist. Kommt mit seinem Panzer. Das Wachgeschütz gibt den Soldaten Deckung. Ich muss sie schnell ausschalten, um unentdeckt zu bleiben. Gut, wir sind besser. Ha, du warst ja wirklich beim Briefing. Ich finde das schön mit dem Licht. So, dann, was? Lüftungsschächte? Gelangst du unentdeckt Soldaten ran? Ah! Die stehen komplett auf dem... Na, dann gehen wir da mal rein. Hui! Und los geht's, Pepper! Irgendwie schon mega geil. Kann ich das Ding nicht irgendwie kaputt machen? Kann ich die Tür aufmachen? Da ist mein Betsy-Boy-Mobil. Da hinten ist eine Stromleitung. Die führt nach dort. Oh. Ein Lego-Geschütz. Schön. Wird der Nusche wieder... Weiß Gott, wie. Hier sind überall Panzer. Die Bastarde müssen das seit Wochen geplant haben. Haltet die Stellung, Jim. Ich kümmere mich darum, sobald ich die Explosion gestoppt habe. Wir zählen auf dich, Batman. Wir stehen das durch, da bin ich mir sicher. Das wird ein Spaß, die da... Ach, das ist nur ein Anzug. Boah, ich dachte schon, die hätten da jemanden eingemauert, so aus dem Augenwinkel. So, wollen wir das Ding mal abhellen hier, wie eine Dose Thunfisch. Was der für Kraft hat. So, Knickknack. Merkt euch das, ne? Gelb und blau. Gelb und blau. Immer gelb und blau, vor allem mit bloßen Händen anpacken und dann... Kann ich nicht einfach... Sehr schön. Zwei bewaffnet. Im Moment hilft unser Kunde Vorbereitung. Sind das Sunnies? Angstgas zu hüllen. Denkt an eure Ausbildung. Gasmasken, nutzlos. Atemgeräte, nutzlos. Nur an zwei Orten seid ihr sicher, Männer. Unter der Erde oder so hoch oben, wie es geht. Das Toxin verursacht schwere Psychosen und in extremen Fällen selbstverletzendes Verhalten. Ihr habt alle euren Treffpunkt. Seid also da oder Gott stehe euch bei. Und wenn ihr da seid, warten. Wir haben Drohnen in den Straßen. Wachtürme scannen den Himmel. Wir müssen nur den Babysitter für diese Endstadt spielen. Und Arkham Knight und Scarecrow ein paar persönliche Probleme mit Batman klären lassen. Und dann wird jeder hier seinen sehr großzügigen Ruhestandslohn genießen können. Verstanden? Sir, wir hören, dass eine Lieferung des Angstgases vom Standort abtransportiert wurde. Das ist korrekt. Diese Ressourcen wurden Phase 3 der Operation zugeteilt. Okay. Sonst noch Fragen? Nein? Gut. Dann gehe ich zur Sicherheit alles nochmal durch. Ja, ja, okay. Im Moment trifft unser Kunde... Hui! Hui! Was war denn das gerade für eine Kombination? Jawoll! Wir haben endlich mal was mit was kombiniert, was sich kombinieren ließ. Und nochmal. Alter. Guti. Hep. Umgebungsausschalten. Das ist total gesund.
Jetzt kriegt man auch mal endlich das nervöse Zittern aus den Armen. Hep, 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 hep. Lass mich los, Mann. Zack, du wirst gekontert. Kann ich dich dabei gleich wegwerfen? Oh, fuck, wo kam das denn her? Hier ist noch ein Sunny. Ich sehe mich nicht. Hui. Oh, fuck. Hat er mir einfach eine Schelle verpasst. Hep. Na, ah, da habe ich wieder den falschen Knopf gedrückt. Ich bin es nicht gewohnt, dass die angerannt kommen. So, ich muss ein bisschen die Combo hochbringen, damit ich sowas machen kann. Und sowas. Was mache ich denn? Oh, fuck. Da kam schon wieder einer angerannt. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. So, jetzt aber. Hep. Kann ich hier was? Jawohl, ja. Mensch. Hep. Oh, fuck. Ich versuche zu viele Sachen zu kombinieren gerade. Da vergesse ich immer die Kontertaste zu drücken. Die ist recht selten mit dabei in der Combo. Eins, zwei, drei und weg. Boom. Kann ich noch hinterher springen und ihn am Boden ausschalten? Nein. Ah, schon wieder den falschen Knopf gedrückt. Diese LTs und LBs, die bringen mich jedes Mal durcheinander. Ich drücke mal den hier oben. Der hier unten für mich ist immer so zum... Ich habe eine Simulation auf Basis der Mischkammerkapazitäten laufen lassen. Er blufft nicht, Bruce. Jetzt wissen wir, warum er die Stadt evakuieren ließ. Er musste die Fabrik unter seine Kontrolle bringen. Nur in den Anlagen von Ace Chemicals kann man eine solche Bombe bauen. Der Fallout wird gewaltig sein. Wir haben ihm sogar geholfen. Es war ihm egal, ob alle fort sind. Er wusste, dass niemand dem Explosionsradius entkommen würde. Und was macht er dann, wenn alle verrückt sind? Ich meine, was hat er denn davon? Oh, diese kleine Wachposten, Flimmerkiste und so. Schön, schön. Kriegt man da auch YouTube mit rein? Und wir haben es mal geschafft, ein paar Umgebungszeugs zu kombinieren. Da muss man A und X für drücken, ja? Das stand ganz oft stand das da unten. Habe ich schon aus dem Augenwinkel gesehen. Aber ich dachte, das wäre schnelles Ausschalten in den alten Spielen. Aber schnelles Ausschalten scheint es nicht mehr zu geben. Das ist jetzt Umgebungskombinatorik. Ja. So, da drüben habe ich doch schon Geschütze gesehen. Hallo? Keine Geschütze. Funktioniert das eigentlich auch im Auto? Nein, wir kriegen nicht unser lustiges Fledermausradar. Oh, Mensch, was bist du groß geworden? Gentlemen, heute Nacht wird sich Gotham für immer verändern. Es wird zu einem albtraumhaften Ödland, einem einsamen Symbol für Batmans Versagen. Wie er hier Bier braut. Der Angst. Wird das mehr? Nee, das täuscht. Aber nicht nur das. Wir werden Gotham zum Epizentrum einer Explosion machen, welche die ganze amerikanische Ostküste in mein Reich verwandelt. Ach, die ganze amerikanische Ostküste, die ganze... Ach, das meinen die mit Ostküste. Ich dachte, also nicht nur die Ostsee, sondern... Ich muss die Verladung der Chemikalien in die Mischkammer stoppen. Eine halbe Nation. Sobald der Raum gesichert ist, kann ich versuchen, die Explosion zu verhindern. Kann ich nicht so eine Art Doppelausschalten machen? Ich kann mich doch bestimmt irgendwie auch drum rumschleichen. Das wäre doch viel cooler, wenn ich irgendwie... Schade. Ich wollte ein Doppelausschalten draus machen. Hui, ihr findet mich nicht. Ich wollte mich von hinten anschleichen und denen die Köpfe zusammenzuschlagen. Aber das ist dann anscheinend doch das Multi-Ausschalten. Das hat er mir irgendwie nicht angeboten. Gleiten herunterfallen lassen. Hä? Welcher? Oh. Wo gehst du denn hin? So viel schönes Glas hier oben. Bleib doch mal stehen, Junge. Hä, wo ist er denn jetzt? Genau. Oh oh. Oh, Rauchbombe. Kann ich jetzt hier von hinten?
Schade, das geht auch nicht mehr. Na gut, dann bin ich weg. Oh doch, es ging gerade. Hep. Na? Na? Schalten Sie Gegner geräuschlos aus, damit Sie Angst-Multi ausschalten. Erneut einsetzen können. Greifhaken, RB ist doch der hier. Drück ich doch. Der B ist oben, nicht unten. Ich merke mir B immer mit Bottom und nicht mit Button. Ich denke immer, das ist unten. Und wenn man den Controller anschaut und umkippt, dann stimmt's sogar. Ich bin eine Nase, ey. Die Basics fehlen da einfach. So, aber am liebsten komme ich einfach durch die Decke gekracht. So, wie war das mit eurem Zeitplan? Was schleppst du da eigentlich gerade mit dir rum? So, die Geschütze sind ja auf die Wand gerichtet, auf die Tür, auf das große Tor. Da brauche ich mir also keine große Platte zu machen. Erledigt sie und betet, dass ihr mein Angsttoxin nicht aus erster Hand zu spüren bekommt. Tja, jeder hat... Bürger Gothams können weglaufen, aber sie werden ihrem Schicksal nicht entkommen. Sag mal, sehe ich das richtig? Das hier... Du kommst zu spät, Batman, der Laden wird in die Luft fliegen. Kann ich hier runter? Nee, leider nicht. Mach die Flatter, solange du noch kannst. Wie redest denn du mit mir? Diese Rhetorik liegt dir nicht. Hui, warte halt. Oh, geht nicht, der hat mich schon gesehen. Hier ist fester Boden. Komm doch mal ein bisschen näher. Komm mal hier rum. Ach, guck, da ist noch einer. Warte, Multi ausschalten. Wo warst du denn gerade? Mensch! Ah, ich weiß gar nicht, wo ich gerade bin. Da bin ich. Scheiß auf das Geschütz. Hui! Ui! Oder halt auch nicht scheiß auf das Geschütz. Scheiße! Dieser Sack, der liegt da aber gut. Er ist unter Boden. Augen auf. Gar nicht wahr. Psst, erzähl keinen Scheiß. Guck mal, jetzt will er das irgendwie zu Scarecrow bringen? Sehe ich das richtig? Jede eurer Aufgaben ist unverzichtbar für meinen Plan. Mein Toxin wurde in jahrelangen klinischen Tests perfektioniert. Die Geschwindigkeit, mit der es in den Blutkreislauf eindringt, wird nur von seiner Wirkungskraft übertroffen. Da drüben hing gerade noch wer rum. Was ist denn das für eine Tür? Irgendwie muss ich das Batmobil hier reinbringen, damit wir... Warte mal, das ist doch der Raum, in dem Crane hockt. Da gibt's hinten einfach eine Tür für? Da gibt's eine Tür für. Sobald es in die Atmosphäre entlassen wurde, wird die Gaswolke die östliche Küste bedecken. Von dort aus hat sie das Potenzial, den gesamten Kontinent zu verschlingen. Eine ganze Nation, die vor Angst erzittert. Das war der letzte. Nach meinen Berechnungen wird die Wolke über Jahrzehnte Angst verbreiten. Jahrzehnte? Du hast da einen an der Klatsche. Gut, dann rufen... Offensichtlich ist der Chemikalienfluss zum Erliegen gekommen, was nur bedeuten kann, dass du hier bist, Batman. Auf unser Wiedersehen habe ich mich schon gefreut. Dann wollen wir die Tür mal aufmachen, oder wollen wir erst unsere Karre holen? Ich mach die Tür mal auf, hä? Die Karre können wir auch später holen. Festhalten, es wird spannend. Glaubst du wirklich, du hast gewonnen? Angst macht dich vorhersehbar. Zeig mir dein Gesicht, Crane. Ich habe die vollständige Kontrolle. Wie schalte ich ihn ab? Lass mich gehen, oder sie stirbt. Wie kann denn der ohne Lippen reden? Du da? Barbara Gordon. Los, raus da! Sofort! Entspann dich. Niemand weiß, dass ich... Nichts schmerzt so, wie ein Familienmitglied zu verlieren und nur sich selbst die Schuld geben zu können. Alfred. Ich habe gehört, was dieser Wahnsinnige zu sagen hatte, Sir. Ich habe versucht, Miss Gordon zu erreichen, leider ohne Erfolg. Versuch's weiter. Okay, also ich sitze... Explosion steht kurz bevor.
Ich sitze jetzt hier im Inneren einer Bombe. Wie schön. Was hat er denn hier gespielt? Ist sie da nicht? Tic-Tac-Toe hat er gespielt. Schön. Martin Victor Glenn, Call Will H, 8 p.m. Wen will er denn hier? Explosion steht kurz bevor. Ja, cool bleiben, lieber Computer, cool bleiben. Ich guck ja schon. Hier haben wir dies und das, dieses und jenes. Geht's oben raus? Nein. Oh, guck mal da, eine Tastatur. Dann wollen wir mal ein bisschen da drauf rumfingern. Neutralisierungsmittel wird vorbereitet. Ach so. Was tun Sie? Sie können es nicht mehr aufhalten. Ich weiß, das versuche ich auch nicht, aber ich kann den Explosionsradius verkleinern. Och, wie nett von dir, Batman. Und was wird aus Ihnen? Keine Ahnung. Nebensächlich. Finde sie, Alfred. Neutralisierungsmittel wird verteilt. Das ist ja eine interessante Konstruktion. Wir hatten das gebaut. Diese Kanister sind hochexplosiv. Ich muss mich langsam bewegen. Sehr vorsichtig sein. Sir, ich bitte Sie, das zu überdenken. Verschwinden Sie. Wenn Sie von der Explosion erwischt werden, sterben Sie. Es gibt keinen anderen Weg, Alfred. Es gibt immer einen Weg, Sir. Bitte. Das ist auch immer so Absolutes in allem, was er tut. Nee, das geht nicht. Guck mal, wenn ich zu schnell laufe, dann... Vorsicht! Hups! Ach so, Vorsicht! Das schwappt ganz schön! So. Wollen wir den kleinen Dildo mal wieder vorsichtig einführen? Vorsichtig einführen! Nicht zu schnell! Ja, wenn das Rohr zu schnell, zu stark gedehnt wird, können Äderchen platzen. Okay. So, und das darf ich jetzt noch dreimal machen? Ja. Reduziert. Schön, dass der Computer das gleich umrechnet. Wo ist sie, Alfred? Ich weiß es nicht. Das ist allein meine Schuld. Sie war sich der Risiken bewusst, Master Blues. Sie wird so wütend sein wie Sie, das zugelassen zu haben. So, Händel-Wiskär! Hören Sie mir zu. Verstehen Sie nicht, dass er genau das möchte. Ohne Sie ist Gotham ihm ausgeliefert. Das dürfen Sie nicht zulassen. Geht schon, ich komme hier eh nicht raus, Alfred. Ich kann hier entweder sitzen, warten, bis ich in die Luft fliege, oder ich vertrödel mir hier noch ein bisschen die Zeit mit diesen lustigen Torpedos, die ich hier rausziehe. Und dann behutsam einführe, im gleichmäßigen Tempo, ohne Eile. Manche Dinge brauchen Zeit. Und jetzt ein bisschen drücken noch, ein bisschen drehen, ja, das hilft auch. Können wir die denn nicht mit irgendwas einschmieren, dass das nicht so empfindlich ist, vielleicht. Ich überwache die Einrichtung. Sie haben keine Zeit mehr. Ich flehe Sie an. Gehen Sie. Das Ach, Quatsch. Das mir beigebracht, das Richtige zu tun. Nur das zählt noch. Duck in Cover, Batman. Ich flehe Sie an. Sie müssen da sofort raus. Wenn es um Miss Gordon geht, Sie tragen keine Schuld daran. Bitte retten Sie sich, bevor es zu spät ist. Alfred, du müsstest mich doch nur mittlerweile besser kennen. Dass man hier auch noch so langsam sein muss, dass man gezwungen ist, so langsam zu sein und dann vorsichtig und behutsam dieses große, lange, dicke, runde Ding in eine enge Öffnung einzuführen und dabei möglichst zärtlich ist. Haben die das mit Absicht so gemacht? Oh, ich sehe schon, das wird eine schöne Schaumkrone. Man führt lange, dicke, harte, runde Dinger behutsam in Löcher ein und dann werden Flüssigkeiten ausgetauscht. Ist das Absicht? Holy shit! Hast du mich vermisst? Was hab ich mich... Das ist bestimmt schon ein bisschen... Hallo? Ein bisschen Gas ausgedreht... Hallo? Hier. Groß. Quatsch, der hier. Scheiße, wir spielen Gordon. Ich wollte es nicht wahrhaben. Wieso? Warum ruckelt's denn jetzt hier wieder? Arrrr, mehr Grafik kann ich nicht runterstellen.
Wie? Das ist doch super, dass ich das Outro pausiert habe, weil jetzt können wir Pause machen. Boah! Nein! Nein! Nein, das war nicht der Joker! Nein! Den gibt es nicht! Nein! Der ist ja tot! Ne? Mausetot! Und danach haben wir ihn verbrannt! Wir selbst, höchst selbst, der wir ja nun Gordon sind, ganz offensichtlich. Der wir anscheinend schon einmal ganz kurz, ganz am Anfang dieses Projektes waren, als ich nämlich hier diesen Knopf drücken musste, damit die Flammen angehen, um den Joker, der ja gekennzeichnet war von seiner... Jetzt verstehe ich das langsam wieder. Ja, die Story fällt mir alles wieder ein. Der sieht ja so knorpelig aus, weil er selbst bei Arkham City noch von seiner Titanüberdosis gesuffert hat. Also der war ja nur noch eine einzelne wandelnde Metastase, dieser Mensch. Aber er hatte Humor. Galgenhumor. Nein, gut. Da haben wir am Anfang schon einmal ganz kurz Gordon gespielt, als er das Gas aufgedreht hat für den Brennofen. Und jetzt sind wir es wieder. Der Tag, an dem Batman starb. Haben wir es schon durchgespielt? Okay, das ging ja schnell. Schade. Ich dachte, wir hätten... Jetzt gehen wir noch hin, ziehen den toten Batman raus und dann ist alles in Ordnung. Nein, natürlich nicht. Wir werden toten Batman rausziehen. Aber das ist nicht der echte. Das ist nicht der echte. Das ist der echte, der hat sich versteckt und plant seine nächsten Schritte, um Dingsbums zur Strecke zu bringen hier. Den Typen da, den man den Arkham Knight nennt. Weil der wird jetzt als nächstes die Stadt regieren. Ich frage mich, wer das ist. Ich frage mich, wer das ist. Irgendeiner von Wayne Corp oder Wayne Industries oder Military Fläumchen, Popäumchen. Frisch vom Apfelbäumchen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir bitte irgendwas da. Ein Kommentar oder eine gute Bewertung. Das hilft mir, ein größeres Publikum zu erreichen. Gut. Ne? Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen und reingehauen. Ey. Das ist schon komisch, ne?